Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr wissen wollt, wie man endlich mal so richtig Ordnung in den Rucksack schafft, dann bleibt's dran. Ihr kennt es ja bestimmt, dieses lose Zeugs im Rucksack. Ist echt mühsam, das auch wieder zu finden und rauszugruschen. Die meisten Taschen sind zu schwer, andere Pouch wieder zu klein. Ich habe die Helicontact Pack Cells mir besorgt vor einiger Zeit beim Ranger Check und die schaffen hier wirklich Platz und Ordnung. Und man ist da wirklich so weit, dass es fast nichts mehr einzeln rumliegt. Gut, ich möchte euch das einzeln mal zeigen, wie ich das gemacht habe. Also das Set besteht ja aus drei Teilen. Das heißt, es ist ein großer Packsack, ein kleinerer und ein ganz kleiner. Und ganz oben habe ich den ganz kleinen reingesetzt. So, wie gesagt, nur fast. Da ist ja auch schon die Tasche, da ist jetzt alles, was hier oben im Deckelfach normal bei mir einzeln oder leicht verpackt war, jetzt hier in dieser Tasche drin. Was genau da drin ist, zeige ich euch dann, wenn ich den Rest ausgepackelt habe. So, was bei mir als erstes auftaucht, ist immer meine Regen- und Windjacke. Ein Bierchen natürlich, das ist sehr wichtig. Etwas Wasser. Und da haben wir dann schon die zweite Packtasche, das ist die etwas größere. Da habe ich dann, oder das zeige ich euch dann gleich. Okay, heute habe ich meinen Outdoor-Sitz dabei, einen Outdoor-Stuhl. Als nächstes kommt dann mein Schlafsack. Und last but not least, die letzte und größte Tasche. Somit ist der Rucksack komplett leer und kann auch weggelegt werden. So, im Prinzip packe ich das im Rucksack so ein. Das ist die schwerste Tasche hier, denn da ist das Schlafsetup drin. Das Essen ist dann quasi so drüber. Und letztendlich halt dann der Kleingrusch wie eine Kopflampe und Erste Hilfe und so weiter. Der Rucksack, der geht ja auch oben schon mal zu, von dem her passt das echt perfekt. Ja, also normal ist dann eben so. Schlafsetup, dann kommt da oben gleich der Schlafsack drauf, soweit es geht dann eben die Tasche, ganz oben im Deckelfach dann da noch die kleine und dazwischen eben Essen noch oder Zusatzkleidung etc., was halt sonst noch so anfällt. Oh, fangen wir mal mit der ersten Tasche an. So, und was ist in der großen Tasche drin? Eben das ganze Schlafsetup, zum einen mal ein Zelt. Dazu komme ich ein andermal, anderes Video. Dann Spannschnüre, Paracord und so weiter. Meinen großen Packsack für den Rucksack. Eine Outdoor-Unterlegmatte. Ja, Kopfkissen. Und hier ist dann meine Isomatte drin, noch ganz unten. Das 2 auf 3 Meter Tarp. Und der Pumpsack, Packsack für die Isomatte. So, dann habe ich hier meinen zweiten Beutel, das ist der Fresssack. So, mal zum einen Essen drin, dann die Feuer, ja, hier ist noch was zu fressen, die Feuermatte. Dann hier meine kleinen Sackerl, auch mit Essen drin und allen möglichen Kram, hier Löffel und so weiter, also darum geht es jetzt auch gar nicht. Der Kocher. Eins Gaskartusche, eine, kommt mal eine zweite, genau die zweite Gaskartusche, mein Topfset aus Titan, Handschuhe und noch die Pfanne. Kleinste Tasche, die immer im Deckelfach oben ist, da habe ich einmal ein Kopftuch, Dreieckstuch drin, die Erste Hilfe, Stirnlampe, Zecken- und Mückenspray, eine Dosenkerze. Ja, noch ein paar Heringe, die gehören eigentlich darüber. Toilettenpapier, ein Messerchen und eine Nagelfeile zum Schleifen der Messer. Also ich finde das auf jeden Fall eine gelungene Geschichte mit diesen Packtaschen. Und ihr habt ja gesehen, wie ich das so für mich mache. Ich packe das eben so ein, weil ich mir gedacht habe, das macht für mich selber jetzt am meisten Sinn, den ganzen Kleingrusch immer in der Deckelfach zu haben. Das wollte ich auch nicht mehr. Und ich hatte immer so andere Packsäcke, aber die waren mir dann zu schwer oder zu unpraktisch. Aber die hier sind echt optimal, klasse für solche Sachen hier.
Ja, ihr könnt natürlich die Packtaschen auch anders verwenden, euch andere Sachen da reinschmeißen, wie auch immer. Und das Tolle ist, wenn man was nicht mehr braucht, tut man es in diese Packtasche zurück und hat den Rucksack somit eigentlich immer vorgepackt. Das finde ich auch super, so braucht man das Zeug nicht mehr suchen am nächsten Tag. Wenn das hier drin ist, was ich nicht brauche, dann tue ich nur noch die Stirnlampe am nächsten Tag da rein und Deckelfach ist fertig gepackt und auf geht's. So ist es auch bei den anderen Sachen, bis auf das Schlafsetup natürlich. Ja, wenn ihr wissen wollt, was ich sonst an Ausrüstung habe, schaut auf meiner Webseite mal vorbei, würde mich sehr freuen. Ansonsten, jetzt habe ich aber Sprachprobleme hier, ansonsten hoffe ich, dass euch das kleine Video gefallen hat und wir sehen uns hier draußen in der Natur wieder. Im schönen Wald, auf meinem Kanal, beim nächsten Mal. Macht es gut, servus, ciao.